Der Dreierringzug im Frühling. Sie übernehmen an einem recht heißen Frühlingsnachmittag in Donaueschingen mit dem Stadler-Regio-Shuttle RS1 der Hohenzollerischen Landesbahn den Dreierringzug HZL 88681 auf einer kurzen Fahrt nach Villingen. Öffnen Sie zu Beginn die Türen und verwenden hierbei die Trittstufen als Einstiegshilfen. Aktivieren Sie anschließend die PZB und die SIFA. Danach schalten Sie das Licht und wenn gewünscht die Instrumentenbeleuchtung ein. Anschließend muss noch der Richtungssender vorwärts gestellt werden. Da die Sonne schön scheint, können Sie außerdem die Fahrgastbeleuchtung per Schalter ausschalten. Planmäßig Abfahrtzeit in Donaueschingen ist um 15.53 Uhr. Halten Sie in Donaueschingen Mitte Siedlung auf Höhe des Wartehauses. In der Bahnsteigmitte trödeln Sie unterwegs nicht rum, der Fahrplan ist recht straff gehalten. Ja, mit dem Regio-Shuttle maximal 120 km/h fahren und das war's. Und damit Hallöchen und herzlich willkommen zusammen zu einer neuen Folge Let's Play Train Simulator 2020 mittlerweile. Wir stehen hier in Donaueschingen, machen gleich mal die Türen auf. Und fahren mit dem Stadler Regio RS1, auch Baureihe 650 genannt, von Donaueschingen bis nach Villingen. Ist eine nicht lange Aufgabe, ja, wie man sieht, 25 Minuten. Boah, kaum mal kurz in einer Folge durch. Und ja, die Türen sind schon auf, Licht ist an. Dann machen wir PZB SIFA an. Instrumenten, Licht machen wir auch noch an, dann gucken wir kurz hier rein. Er hat gesagt, wir können das ausschalten. Ja, reicht eigentlich. Und dann, die ZZA ist auch schon eingestellt. Perfekt, dann haben wir noch 2 Minuten, Ausfahrt haben wir auch schon. Falls ihr das Szenario selber kennt, das ist von DB Agency. Mir fehlt ein bisschen Rollmaterial. Sollte jetzt nicht allzu sehr stören, weil es eigentlich nur der Kranzug ist, aber ja, ich wollte es mal angemerkt haben. So, da steht noch Baureihe 155 und im Hintergrund eine 294. So, da stehen wir mit unserem 6,50. Wann fahren wir ab? Um 53, also noch eine Minute ungefähr. Wir halten unter anderem in Donaueschingen Mitte, Donaueschingen Aufen, Donaueschingen Grüningen, Priegachtal Klengen, Priegachtal Kirchdorf, Marbach West und Villingen. Der Zug würde dann eigentlich weiter Richtung Rottweil fahren, soweit ich weiß. So, die Spiegel vollautomatisch. Was sind denn die Spiegel? Das ist Signalspiegel. Hier, Automatik. So, wie es aussieht, haben wir dann jetzt Punkt 53 Abfahrt. Tempomaten können wir nachher einschalten. Ah ja, Türen sind zu, dann ab geht's. So, wir können uns befreien, da wir mit über 45 Ausfahrt haben. Ich habe zu dem Stadler RS1 habe ich einmal das Repaint getauscht durch das neue Repaint Pack von, also neu in Anführungszeichen, Perutinos. Dazu das Sound Update von Perutinos und geänderte Tastaturbelegung, sodass ich das VR Tastaturbelegung habe. So. Ich hoffe mal, Ansagen sind dabei. Bin mir da gerade nicht sicher. So. Ja, sonst müsste ich eigentlich nichts dazu installiert haben.
Ich habe das Gefühl, es gibt keine Ansagen. So, wir sollen hier in der Mitte halten, damit die Türen irgendwie aufgehen. Dann machen wir das. Türen sind auf. Oh, nee. Perfekt. Ah ja, die läuft richtig mit. Ah, hier sieht man es nochmal. Donaueschingen mit der Siedlung. Hieß der nicht mal anders? Ich meine, der hieß mal... Oder war das... Ich bin mir nicht sicher, ob der halt das hier war. So, weiter geht's. Nach Donaueschingen aufen. Gut, Ansagen sind nicht dabei. Selbst sprechen werde ich sie heute nicht. So. Den Regio Shuttle kann man schön. Mit dem kann man schön Kickdown fahren. Warum da vorne jetzt allerdings nur Wagen stehen, kann ich leider nicht beantworten. Also da ist keine Lok dran. Aber ich habe alles sonst installiert. Ich hoffe mal, der Ton passt jetzt auch soweit. Vorhin war er ein bisschen zu leise, ich habe ein bisschen lauter gedreht. Ich hoffe mal, er ist jetzt nicht zu laut. So, jetzt kommen wir mal gerade ein Tempo. Oder auch nicht, oder? Wie geht denn der an? Ich weiß nicht, wie der angeht. Dann lass man halt aus. So, wir haben einen Haltewunsch. So, da vorne ist dann auch schon Donaueschingen. Und nach dem Halt dürfen wir dann auch unsere VMAX ausfahren. Ja. Ein bisschen mehr in die Eisen rein. Nein, Siefer. Ich habe dich nicht vergessen. So. Ah, diesmal möchten anscheinend auch Leute einsteigen. So, Spiegel sind ausgeklappt. Ja, da steigen Leute ein. Da hinten muss ich aber beeilen, habe ich das Gefühl. Oh, wir sind zu früh. Das ist ja schön. Sollten jetzt erst ankommen. So, was gibt's hier? Okay, okay. Notarzt, Rettungsdienst und Polizei mit Blaulicht. Was habt ihr zwei verbrochen? Ihr guckt schon so. Der hat kein Blaulicht an. Interessant. So. Wir können weiterfahren. Nochmal letzter Kontrollblick. Ja, da, ihr seid zu spät. So. Nächster Halt ist dann Donaueschingen-Grüningen. Und jetzt dürfen wir auch unsere VMAX von 120 ausfahren. Oh. Nein, Siefer, ich habe dich immer noch nicht vergessen. Ja, auf unserem Minecraft-Server ist der Abschnitt gerade auch in Bau. Ich, für die Leute, die meine Minecraft-Livestreams und ja doch eigentlich nur Livestreams bisher angeschaut haben. Also der Abschnitt hier ist derzeit auch im Bau.
Genau. Auch mit diesem Zug kann man dann da lang fahren. Genau, die Züge fahren ja von wo fahren die denn? Ich habe das eine Kaff da schon wieder vergessen. Ah, von Bräunlingen, glaube ich, auch schon wieder ein Haltewunsch. Von Bräunlingen nach Rottweil müssten sie fahren. Was ist denn der Bahnsteig da vorne? Okay. Also viel zu früh gebremst. Obwohl. Das ist schon wieder so ein kurzer Bahnsteig. Da sollte man dann doch mit etwas langsameren Geschwindigkeit reinfahren. Gut, das war vielleicht ein bisschen zu langsam, aber wir sind eh schon wieder eine halbe Minute zu früh, da macht das nichts. So. Schön in der Kurve. Das wird dann wahrscheinlich das Thumbnail. Oder das da? Das ist auch nicht schlecht. Mal gucken. Ah ja. Genau, hier nochmal. Hier steht es nochmal, die Hohenzollerische Landesbahn AG, die mittlerweile zur SWEG gehört. Schotten dicht. Und weiter geht's. So, falls ihr jetzt wieder öfters Train Simulator Let's Plays sehen möchtet, könnt ihr mir das ja gerne mal in die Kommentare schreiben, so dass ich mich da auch ein bisschen nach euch richten kann, was ihr sehen möchtet. Genau. So, der nächste Halt ist dann Briegachtal Klengen. Ah ja, wir haben auch nur noch insgesamt 4 Halte. Mal gucken, ob wir jetzt auf 120 kommen. Huch. Das war die falsche Taste. Mensch, das sind alles so kleine Haltepunkte hier. So. Ah ja, interessant. Ach so, stimmt ja. Da war ja was. Man wollte hier die Masten austauschen. Aber hat es dann irgendwie doch nicht gemacht. So. Ach, jetzt geht der Tempomat auf einmal. Aber braucht man gar nicht. Da vorne ist nämlich schon Briegertal. Klängen. Wir haben schon wieder einen Haltewunsch. Heute wollen aber viele ein- und aussteigen. Aber ja, wobei wir haben 16 Uhr, da könnten sie auch gerade alle von der Schule und alles Mögliche zurückfahren. Wir fahren ja jetzt nicht in der Corona-Zeit. Na, hier schön Vorgärten. So ein Garten finde ich eigentlich an sich richtig geil. An so einer Bahnstrecke hier. Huch. So, Hallöchen, Briegachtal Klingen. Fahren wir noch vor bis zum Abgang hier. So, und öffnen die Türen. Perfekt. Der Text ist so lange, da sieht man hier unten gar nichts mehr. So, noch 3 Halte. Oh,
Wir stehen hier drin, also. Auch nicht schlecht. Genau, das Ganze ist auch mit dem AP-Wetter. Also dem Armstrong Powerhouse, heißt das, glaube ich. Wertet das Ganze optisch nochmal ein bisschen auf, finde ich. So. Wie viel Zeit haben wir? Eine ganze Minute. So. Wie man sieht, hier braucht man nicht arg hoch beschleunigen, 60 reicht. Wurde mir auch so gesagt, dass man, insofern man keinen Druck beim Fahrplan hat, dass man hier dann auch wirklich nur mit 60 fährt. So. Und das ist mein Kirchdorf. Nochmal kurz die Sichtbar betätigen, bevor wir stehen bleiben. Naja, der hat ein bisschen Musik gehört. Solange er es nicht vor dem weißen Streifen macht, ist mir das sowas von egal. Oh, ist eingestiegen. So, wir sind schon wieder viel zu früh. Oh, dann... Weit ist es nicht mehr. Wie viele? Ah ja, ach, 5 Kilometer, das ist ja nichts. An sich ist es ja schon echt eine verdammt schöne Kiste so. So, und weiter nach Marbach-West. Unten im Hut sieht man schon. Achso, das ist ein geändertes Hut, also nicht das Standard Hut. Kann man sich im Rails im Forum downloaden. Ja. Wenn ich dran denke, dann werde ich es auch mal in verlinken. Genauso wie die Aufgabe, die Strecke und das Fahrzeug. Sollte ich vielleicht mal dran denken. Okay, jetzt muss er kurz nachladen. Und da kommt auch schon Marbach West. Brauchen wir noch gar nicht stark bremsen. Ja, hier Formsignale, das ist eine schwierige Sache, aber das zeigt, glaube ich, Fahrt. Oh, jetzt habe ich geschlafen. Oh, da kommt was. Der Regionalexpress nach Konstanz. So, das war jetzt ein bisschen ruckartiger. Oh, hier liegt ja noch ein Gleis. Ah ja, wird bestimmt noch benutzt, so wie es aussieht, gerade hier hinten. Wird eine Regionalbahn von Villingen nach Marbach West sein, die dann hier hält. So, ja, das ist dann auch unser letzter Halt, bevor wir dann jetzt demnächst weiter nach Villingen fahren. Mensch, der Fahrplan, der ist ja gar nicht eng. Ist er locker.
und haut mich nicht vom Hocker. Weiter geht's. Ich habe mir kurz überlegt, das Ganze im Schnee zu fahren, weil die Aufgabe, oder so eine ähnliche Aufgabe gibt es auch im Winter. Habe ich mich dann doch gegen entschieden, weil so sieht das Ganze ja dann doch deutlich schöner aus. Und wenn man mal rausguckt, der Winter ist dann doch endlich vorbei. Also ich beispielsweise war die letzten Tage wieder in kurzen Klamotten angezogen. So, jetzt, ich wollte gerade sagen, jetzt kann man glaube ich mal die 120 ausfahren, aber mal gucken. Im oberen Bereich wird es aber dann auch schon. So. Ich weiß gar nicht, das hat mir jetzt glaube ich langsam Fahrt gesagt. Oh, da kommt ja noch was. 218 mit dem ICE. Hallöchen. IC2, ah ja. Da müssen wir mal gerade vor. Ja, langsam Fahrt. Ich weiß jetzt nur nicht mit 40 oder mit 60. Das ist eine. Und weil nichts dran steht, wahrscheinlich 40. Gut. Fahren wir mal mit 40 hier ein. Oh, da steht noch eine 155, aber diesmal nicht in DPAG-Lackierung. Das müsste die Presse sein. Aber sonst ist sie ja relativ leer. Normalerweise kenne ich das nur mit, dass hier 1440er, 612er und eben 650er stehen. Oh, geradeaus wird es ja dann eigentlich in Richtung Hausach bzw. langfristig nach Karlsruhe gehen. Allerdings habe ich mir die Strecke nach Hausach eh nicht gekauft. Zweitens fährt die HZL da eh nicht lang. Die macht die Kopf und fährt dann Richtung Rottweil. Die fährt die Ausfahrt wieder raus, aber dann nicht die Strecke, wo wir herkamen, sondern die fährt dann zweigt dann direkt links ab. Aber unsere Fahrt endet anscheinend heute hier, also allgemein die Zugfahrt. Für uns ist hier eh Schluss. Beschleunigung wollte ich eigentlich nicht. Bleib mal hier stehen. Beim Abgang. Und machen die Türen auf. Ja, das ist ja perfekt. So viel zum Thema. Also, oh. Der RE ist in den Güterzug vom Anfang geprallt. Okay, schade. Ich hätte das Szenario gerne abgeschlossen, aber wir sind ja jetzt eh am Ziel. Von daher ist, denke ich mal, alles in Ordnung. Ich bedanke mich dann fürs Zuschauen. Schreibt mir gerne in die Kommentare, ob ihr wieder mehr sehen möchtet. Falls nicht, dann halt nicht. Falls euch das Video gefallen hat, lasst doch gerne ein Like und ein Abo da. Bis zum nächsten Mal und tschüss.